Herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Warum bist du so leise? Okay, ist gerade einfach leise. Wir sind im Boxen-Event in Malibone. Quatsch, in Muhong. Und ja, machen das noch fertig. Und danach geht es nicht weiter mit dem Boxen-Event, weil es in Safaria und in Avalon spielt. Da kann ich noch nicht hin. Und es wäre mir dann wahrscheinlich auch noch zu schwer, wie auch immer. Begnügen wir uns erstmal damit. Und wenn ich dann irgendwann so weit bin, das Event wird ja auch regelmäßig wiederholt, mache ich da natürlich weiter. Bin ich schon gespannt, denn es ist ganz cool gemacht. Muss ich doch mal sagen. Man kriegt echt interessante Geschichten zu hören. Oh, ich grüße dich. Bist du aus Wizard City? Bei der Spirale, ein echter Zauberer. Wie hast du mich gefunden? Wahnsinn! Und wie kann ich dir helfen? Ich komme für die Stelle des Todeslehrers in Rabenhain in Betracht. Natürlich erinnere ich mich an Malastare. Das Problem ist bloß, dass meine Tanten mich nicht gehen lassen werden. Sie können sich nicht mit der Idee anfreunden, sich hier selbst um alles zu kümmern. Um ehrlich zu sein, sind die beiden auch ziemlich grausam und bösartig. Ich würde gerne von hier fort, aber ich weiß nicht. Sieh nur, Tante Melisande. Da hat sich ein hässliches kleines Biest auf unsere Insel geschlichen. Was für ein boshafter Lump du doch bist. Ich habe schon immer gesagt, dass Zauberer, vor allem die aus Wizard City, nichts als Schurken und Lügner sind. Dwargen, mein Bester. Wenn du hart genug arbeitest, so wollen wir dich im nächsten Jahr schon nach Wisteria schicken. Wenn du uns aber das Leben schwer machst, dann sollst du deinen Zauberstab niemals wiedersehen. Ja. Guck mal, wie der geht. Na komm, dann werden wir die Tanten jetzt töten, Dwargen. Ne? So macht man das nämlich. Ne? Dann sucht man nicht den Konflikt, das Gespräch. Ach hier, Tanten, ich möchte gern und so weiter. Nee, komm, wir killen die direkt mal. So, und jetzt geht's richtig rund hier. Ne? Feuerklinge erstmal. So. Oh, schade. Die Tanten sind als erstes im Zug. Das heißt... Oh, und Turmschild macht die eine. Oh, das kann ich ja nicht leiden. Das ist schon direkt mal... Damit macht sie sich unbeliebt bei mir. So, und dann brauchen wir noch einmal eine Dingensklinge. Geschärfte Klinge. Upsi. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass meine Lebensenergie nicht ganz aufgefüllt ist. Hätte ich mal in Betracht ziehen müssen. Na gut. Ist manchmal so, ne? Dann ist man einfach auch ein bisschen doof. Vor allem ich. Aber das kennen wir ja. So, das ist welcher Hemd. Trotzdem tun wir das jetzt mal weg. Schützen uns mit einem Turmschildchen. Und hoffen, dass es jetzt gleich hier rasant weitergeht. Mit den Karten. Was war das denn? Ein einfacher Angriff, nenne ich. Den ich übrigens auch noch machen muss, um das Turmschild wegzubekommen. Ich habe aber jetzt keinen einzigen in der Tasche. Das ist ja ein Ding, oder? Kriegt die das noch verpasst? Ist ja zum Glück Feuer. Ist die Feuer? Ne, Eis war die, genau. Ja, ist jetzt noch nicht so wild, ne? Kann ich noch gut verkraften. So. Das ist Gold, davon habe ich zwei. Da können wir noch mal das... Pupp, machen wir das mal weg. Vielleicht klappt es ja mit dem Turmschild. Okay, ich sollte dann auch bald mal daran denken, mich aufzufüllen. Hier mit Lebensenergie. Aber gut. Nichts überstürzen, Leute.
0. Ach, die hat jetzt auch noch hier das Gedöns drin, ne? Pju, echt hart, echt hart. Den machen wir jetzt mal weg. Ganz wagemutig. Ich mache das zuerst. Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen vorbereiten, Leute. Damit wir die Tanten auch möglichst beide hinüberkriegen. Hinüberkriegen? Kaputt kriegen. Lalala, genau das wollten wir nämlich auch noch haben. Sehr schön. Dann machen wir jetzt noch diese große, große Feuerklinge. Ups. Na gut, ich muss jetzt gleich sowieso noch mich aufheilen. Aufheilen. Was für ein Atem. Zwiebeln zum Frühstück gegessen. So, das sieht doch alles schon mal ganz nett aus, oder? Ihr beide, ihr gefällt mir auch. Dann möchte ich jetzt aber gerne noch Rache haben und mich dann am besten kritisch heilen und dann einen kritischen Angriff machen. Vielleicht klappt es ja, vielleicht auch nicht. So, jetzt werde ich nämlich noch angegriffen. Und dann werde ich noch einmal hier den einfachen Angriff machen, um vielleicht die Schilde wegzubekommen. Mein minus 25 und das minus 50, das ist eine Menge. Minus 75% zusammen. Das ist zu viel. Leider keine kritische... Doch! Eine kritische Heilung mit der Elfe. Mit der Fee. Das ist ja nett. Geil, mein Plan ist in... Ja. Funktioniert. So, probieren wir es nochmal. Der wird mich jetzt mit irgendwas Dickem angreifen. Hat mich viele Pips. Ach, der Snowman. Soll er machen. Ja, also das kann ich noch ganz gut wegstecken, ne? Du sammelst Pips? Nein, was machst du? Minus 80% auf Todesangriffe. Habe ich eh nicht vor. So, sehr schön. Ey, der hat ja immer noch das Turmschild. Ach, ich verstehe warum. Ach, prima, komm. Komm, dann machen wir das jetzt einfach. Wir legen jetzt los. Die linke Tante wird wahrscheinlich etwas weniger abgezogen bekommen. Leider. Aber es ist jetzt nun mal so. Etwas ist gut. Etwas ist gut. Ja. Nun gut. Es liegt noch was vor. Guck mal, wir können direkt hinterher noch was setzen. Aber das ist nun ganz stinknormaler, ne? Komm, egal, machen wir direkt nochmal. Geil, oder? Das ist ja mal ulkig. Der Feuerdrachen zweimal hintereinander. Hatte ich so viel Pips noch, oder was? So, Kevin. Ach. Jetzt wäre jetzt ein einfacher Angriff, aber er macht jetzt ja nochmal einen schönen runden Zauber drauf. Dann sind die Mädels auf jeden Fall hier. So, jetzt seid ihr aber am Arsch. Ganz ehrlich. Ja, Sichi, guckt euch das mal an. Wir passen und warten ab. Au revoir, Tantchen. Und tschüss. Wie kannst du es wagen, uns zu besiegen? Noch nie in meinem ganzen Leben wurde... Danke! Ich suche kurz meine 7 Sachen zusammen und treffe dich dann in Wizard City. Ich bin schon so gespannt. Mhm. Du stinkst auch. Dworgen. muss ja auch mal jemand sagen, ne? Ja, interessant hat das hier, der Dorgen, ne?
So lernt man sie alle kennen. Diese beiden Tanten von Dworgin scheinen mir scheußliche Giftziegen zu sein. Ich bin froh, dass du ihm dabei helfen konntest, die Fliege zu machen. Es klingt mir nicht so, als hätte er noch viel Konkurrenz. Am besten berichtest du schnellstmöglich Gamma von den Jüngsten. Aber halte die Augen offen. Der Maestro plant etwas. Ich kann es förmlich riechen. Jax und Schlussakkord, war die Reise nicht wert? Das tut mir leid. Dworgin dagegen wäre eine Idealbesetzung. Du musst wissen, dass ein neuer Kandidat auf der Bildfläche erschienen ist, kurz nachdem du losgezogen bist. Vielleicht kannst du dir beide einmal ansehen und sie vergleichen und entscheiden, wer besser nach Rabenheim passt. Oh, ist da doch noch jemand, wa? Und wieder zurück. Gamma hat einem anderen Kandidaten den Vorzug gegeben. Ostrame? Ich schicke dich hinüber zu Dworgin und diesem Ostrame. Sei bitte vorsichtig. Ostrame, den müssen wir wahrscheinlich auch noch besiegen, oder? Na gut. Hallo, ich bin durch den Hintereingang gekommen. Ich hoffe, das war in Ordnung. Die Stadtmitte ist mir ein wenig zu hektisch. Wie, was? Dieses staubige Federvieh namens Gamma sagte mir, ich hätte den Job so gut wie sicher. Oh, der Tod steht dir gut. Aber ich habe kein Problem damit, mich mit dir zu messen. Ich bin bereit für die Prüfung. Wie? Eine Prüfung? Ich zeig dir deine Prüfung. Hier, wenn ihr erst einmal aus dem Weg seid, ernennt Gamma mich zum neuen Todesprofessor und Rabenheim wird Spielplatz meiner morbiden Fantasien. Rang 7 Elite. Ich bin aber ganz gut ausgerüstet. Todesschüler. Was haben wir denn hier? Lebenszauber. Komm. Wir gehen einfach mal in den Kampf und gut ist. Oder? Ja, komm. Rinder. Die werden jetzt aber wahrscheinlich viel haben. Was? 890? Was soll das denn? Das ist ja lächerlich. Na gut, dann passe ich einfach nur mal. Hä? Warum haben die denn so wenig? Da muss ich bestimmt gleich noch gegen den Ostrame kämpfen. Aber ist Ostrame nicht dieser... jetzt habe ich den Namen auch schon direkt vergessen. Dieser Typ, der hier so blöd ist. Der die Spiralen irgendwie aufmischen will. Das ist doch voll die billige Verkleidung. Weißt du, einfach nur so einen kaputzen Pulli an oder eine kaputzen Jacke an. Und schon erkennt ihn keiner mehr von den ach so schlauen und großartigen Zauberern. Voll die Experten. Ups, achso, Rundenzauber. Ach, da fällt es immer viel zu spät rein. Es gibt ja noch einen Rundenzauber. So, damit wäre der tot. Also noch toter, als es eh schon war. Niemals wirst du unseren Meister, den großen und mächtigen Maestro, aus seinen Gemächern in den unteren Geschossen dieses Turms fertigen. Die Untergeschosse? Von denen wusste ich bis jetzt gar nichts. Wie seid ihr an meinen Gehilfen vorbeigekommen? Und viel wichtiger noch, woher wusstet ihr, wo ich zu finden bin? Egal. Euer Tod wird alle Fragen zu meiner Zufriedenheit beantworten. Huch. Oh shit! Habt ihr das gesehen? Oh nein! Was war das denn jetzt, Kaios? Ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Hä? Bin ich doch gar nicht. Wie dämlich, oder? Ich wollte doch nur... So. Na gut, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Dann müssen wir Ostrame besiegen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.